Leiter runter. Zu vorne noch irgendwo. Haben wir hier noch was Schönes? Nee. Schubkästen ist nicht drin. Bisschen Munition. Okay, cool. Alles klar. Stromiwehr-Munition. Ja, wundervoll. Wundervoll hier. Dann klettern wir nochmal die Leiter runter. Guck mal, wie der Keller ist unter der Psychiatrie. Der ist bestimmt total schön. Oder noch die untere Ebene der Psychiatrie. Hau ab. Mach das weg, mach das weg! Nicht bei? Sauerei. Oh, natürlich muss hier überall wieder so eklige Scheiße drin sein. So eklig. So. Oh, schauen wir mal, wer härter zuschlägt, mein Freund. Ah, da wird ja ein bisschen mutieren und helfen, du Arsch. So, und da hast du. Und dann zieht der neuen Scheibe, mein Freund. Der kriegt schon gar nicht mehr durch, was hier los ist. Bisschen unübersichtlich, alle zu groben und Jansen so. Oh wei, oh wei. Mann, Mann, Mann. Da ist ein Ausgang. So, ist ja der andere Knilch. Ist ja eine Verkloppte. Ich will mein Loot. Schön wohnen. Geht das Bad? Oh no. Okay, schauen wir nach hinten nochmal kurz nach. Okay. Also okay, wir müssen definitiv wahrscheinlich hier durch. Ah ne, eine Sicherung. Ah, okay, alles klar. Gut. Eine Sicherung geht. Mist. Sehr intensiv. Spritzchen. So, wenn jetzt noch irgendwo ein, wenn noch irgendwo so ein Health Pack rumkommt, wäre ich jetzt auch nicht böse drüber. Rennen ist auch wieder nicht drin. Dann holen wir uns mal eine Sicherung. Ey, wehe, da ist wieder jetzt da. Warte mal, kann ich eigentlich hier im Gang? Nee, kann ich natürlich nicht Waffe wechseln. Na, hat sich noch in einen Snake genommen. Schön. Habe ich jetzt hier eine Tüte Pflaster an Bord oder was? Irgendwie, was? Ist ja nicht so, dass sie jetzt gesagt hat, geh mal dahin, das ist die Heilung. Irgendwie. Oh nein. Kann das sein, dass das wieder die. Sind das die Tauben? Jetzt. Ach, die Scheißviecher. Hau ihn noch in die Fresse. Was? Nein. Du sollst die Credits aufnehmen. Ich
Nimm doch die Kreditos. Danke dir. Schön. Ja, also mit der Lampe. Weiß ich nicht. Die wollen wir hier scheint jetzt auch keinen Obstkorb mehr. Mann, warum ist denn nicht alles so weitläufig? Hier ist die Sicherung. Okay. Diese Penner immer noch treffen. Schön. Bisschen Heilung ist immer gut. So. Jetzt nochmal oben nach. Anscheinend noch ein Lock. Schnell, Jack. Uns läuft die Zeit davon. Geh mir nicht auf den Sack. Ehrlich. So, wir gehen natürlich nochmal zurück wegen der Sicherung, weil es könnte tatsächlich sein, dass in dem Raum nur Loot ist, weil der Weg zurück relativ eventuell sehr lang ist. Ja, dass man einfach sagt so, oh nee, nee, geht's nicht zurück, irgendwie. Vielleicht fährt er auch weiter, Jan, ich weiß es nicht. Das ist, man kann es nicht so richtig sagen im Spiel. Man muss anscheinend irgendwie so eine innerliche Münze werfen und sagen, okay, alles klar, that's it. Da geht's lang. Oder einfach auch durch Scheißen. Wenn ich da jetzt bloß zwei Revolverkugeln finde, irgendwie habe ich damit irgendwie jemanden. Wir sind fast da. Immer schön weiter. Ja, genau wie jetzt zum Beispiel. Ne? Jetzt denke ich, oh scheiße, wer ist mal in den anderen Raum nochmal rennen? Aber irgendwann ist es auch gut. So, drin mit der Sicherung. Soll mir jetzt über vergossene Milch holen. So, ich sehe auf jeden Fall schon mal einen Drucker, das macht mich schon mal froh. Über diese ekelhafte Scheiße. Die finde ich wirklich eklig. So. Ditch, Klatsch. Bam. So, was haben wir? Ja, nicht? Was ist denn das jetzt? Ja, nicht? Einheit online. Und was haben wir? 200? Ach, ey. Okay. Das ist natürlich nicht so doll. Und 200 bringt uns auch so glücklich weiter, ne? Oder? Doch. Explosiv-Upgrade. Würde aber auch heißen, das war wahrscheinlich, dadurch mehr Munition wieder verballern. Verbessert die Projektile der Waffe, sodass sie kurz vor dem Aufprall explodieren. Wir probieren's. Am Anfang noch total abgeflucht über die Waffe und jetzt rüstet die komplett aus. So. Widersprüchlich, das lief. Sehr widersprüchlich. So, okay, alles klar. Also er zeigt uns jetzt schon mal keine neuen Waffenfunktionen an. Heißt also, dass wir hoffentlich nicht mehr Munition verschwenden dadurch, indem man uns jetzt sagt, oh, dann müsst ihr mit dem Rädchen in der Mitte Faxen machen. Oh, auch so. So exponiert hier hingestellt. Ach, hey. Na, Larve? Bestimmt Larve. Bitte keine Larve. Bitte. Ach, ihr seid blöde Wichser, Alter. Sah schon aus wie so eine Falle. Ist natürlich immer eine Falle, ist ja klar. Und ist natürlich nicht drin, weil Larva hat auch alle weggefressen, ist ja klar. Frisst auch die Credits und die Munition. Ah, it tastes like a boss fight. So, was habe ich? Ich habe der Revolver. Den rüste ich um. Da sage ich Sturmgewehr. Gut, ich habe jetzt also das Sturmgewehr und ich habe die Wach.
Warum, Alter? Wieso macht er das? Heißt das jetzt also mit anderen Worten... Warte mal, wie machen wir das? So, wenn ich jetzt sage... Ich hab jetzt das Sturmgewehr. Und jetzt sage ich, nimm die. Dann macht die Luftstandsflinte. Und er wechselt zur... Zum Revolver. Es ist unlogisch. Euer Waffenauswahlsystem ist unlogisch. Ah, fickt euch doch, ehrlich. Dann ist es so. So, wahrscheinlich wird jetzt hier irgendwie ein Boss angeschissen kommen. Vielleicht wieder, der mit jetzt geköpfen zum fünften Mal. Nee, kann's feißen. Dann komm du eher zu mir. Keine Lust, hier Munition an dich zu verschwenden, mein Freund. Los, komm. Upi, 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 upi. Das ist alles nicht gut aus. Testlabor. Ach, Testlabor noch. Bitte nicht. Medizinische Station. Da auch nichts drin ist, wa? Also, ich meine, gut, was soll auch drin sein? So rein vom logischen Standpunkt her, so ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, da züchtet mir hier Munition. Okay, wir haben zwei Ventilatoren. Ja, das heißt wahrscheinlich, jetzt kommen Feinde. Habe ich denn noch einen Akku am Start? Ja, habe ich. Den switch ich mir mal rein. Und ich werde mir einmal noch Heilung geben, weil jetzt werde ich wahrscheinlich eine Menge Feinde in die Ventilatoren schubsen müssen. Wenn ich jetzt, dann wahrscheinlich später. Und es ist der Zweiköpfige. Was ich schon mal schön finde, ist, dass er im Rennen nachlädt. Finde ich sehr sympathisch. So, dann werden wir ihn erstmal ein bisschen trennen voneinander. Sehr schön. Also, fancy sind jetzt erstmal die Explosivgeschosse nicht so richtig, oder? Ja. Also, kommen jetzt auf jeden Fall nicht so powerful vor. Na gut, machen wir mal trotzdem weiter. Hat gereicht für den Kumpel. CPU-Drucker, wunderbar. Nehmen wir hier noch ein paar Credits mit. Reload. Forschungs-Checkpoint. Ach schön, ja, hier drin liegt der gute Stuff denn. Ja, hätte man ein bisschen Munition sparen können, aber... Ach, hinterher ist man immer schlauer. Naja. So, haben wir hier noch?
Haben wir hier noch was Schönes? Doch. Bisschen Revolvermunition. Okidoki, na dann, gehen wir doch mal hier rein. Hm, blau und rot. Trifft sehr eine Wahl. Ey, wenn jetzt hier schon wieder so eine Male drin ist. Was soll das? Dann stellt er die Scheiße nicht hin. Subjekt 0. Ja, ist Subjekt 0 jetzt halt wirklich dieses. Der Doppelkopf? Durfte eigentlich nicht, weil gefühlt habe ich davon jetzt halt 3, 4 getötet. Ich komme mal gleich wieder zurück hier, Alter. Gehen Sie rein, schnell! Nee, möchte ich nicht. Makelloser Wandler. Oh, ist da ohne Falle oder irgendwas. Edward Bates. Nein! Jetzt mal kurz mal nachladen hier. Die guten Schlumpeln. Und dann möchte ich dafür aber endlich mal das Ding nehmen. Und lass mich raten. Na gut, okay. Bleiben wir dabei. Nehmen wir jetzt erstmal diese Konstellation. Langer Gang ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Mal viel von vorne kommen. Aber hier sieht es eigentlich noch relativ sauber aus, von daher bin ich guter Dinge, dass nein, bitte nicht. Das Labor im Herzen der Anstalt. Was haben die hier gemacht? Unsinn habt ihr gemacht, ihr Penner, Alter. Scheiße. Experimente an Gefangenen. Ja klar. Wie lange machen die das hier schon? Boah, da drüben hängen sie alle in den Zellen, ey. Steckt die UJC da auch mit drin? Sie wollen wohl wissen, wie lange es dauert, bis man so ein Ding wird. Ach du Scheiße. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, irgend so eine Umbrella vor meinem Zimmer. Hey, was machen Sie? Ich sagte, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Sie sagten, Sie können heilen. Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat sie nicht. Also, gut. Tun Sie, was Sie tun müssen. Bald wird sich alles aufklären. Dann erklären Sie mir erstmal das hier. Sie kennen die Aufnahmen, Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der Angriff stattfand. Nein, aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja, verdammt! Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wie Sie wollen. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Da wird es sein. Der Sync-Prozess läuft noch. Die Daten werden nicht direkt übertragen, dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Nehmen Sie das und stellen Sie ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Wardens. Von seinem was? Vom Ziel dieses Wahnsinns. Seines albernen Protokolls.
Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren, zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas über größer, stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Schön. Leider wurde er bei der Arke-Sterilisierung getötet. Und nun will der Warden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Und so Subjekt Null neu erschaffen als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Mensch. Sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu allem. Was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ja, und was hat sie jetzt? Hat sie noch was erzählt gerade? Du bist es. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bring es zu Ende. Los. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. Halte durch, wir sind bald da. Spielt ihr noch mit dem Zippo? Hört mal. Das ist doch der Penner. Das ist hundertprozentig der Arsch. Jetzt mal kurze Frage irgendwie. Ist für euch jetzt die Story so griffig irgendwie? Also für mich tatsächlich gerade nicht so wirklich. Also okay, wir sollen jetzt Subjekt 0 finden. Sollen aus der Essenz von Subjekt 0 quasi das Gegengift synthetisieren, welches denn der Walden haben will. Also quasi der Farbige mit der Glatze. Der anscheinend nicht Walden heißt, sondern halt Walden ist ein Dienstgrad oder irgendwas oder ein Titel. Ja, ich. Also. Was? Also diese Geräusche. Hundertprozentig ist das doch hier irgendein Typ. Das ist doch. Der bestimmt hockt der hier irgendwo. Da hab ich's doch gesagt. Wusste ich's doch. So ein markantes Geräusch, diese Zippo. Also halt so ein Feuerzeug, ein Benzinfeuerzeug, ne? So, wäre eventuell noch ein Drucker hier in der Nähe, das wäre toll. Weil ich bin voll, wahrscheinlich. Den Energieumwandel haben wir noch. So, kann ich schon mal einen Schuss in seine Richtung geben? Ne, kann ihn ja nicht schießen. Ah, toll. Das wäre auch einfach. Das Spiel wäre wahrscheinlich zu schnell vorbei. Ach, scheiße, nee, das ist. Namen schon wieder vergessen, unser Co-Pilot. Hast du das gesehen? Klar, der hat ja auch so ein olle Zippo gehabt. Nichts, wir sollten weitergehen. Ist das jetzt das Problem oder ist das jetzt durch die Synchronisierung mit Mrs. Nakamura? Der Aufzug ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Na gut. Nein, jetzt verschlossen. Das ist tatsächlich doch die Tür. Na gut. Sieht erstmal ja nicht so wirklich wie eine Tür aus. So, ein schöner, schwarzer, technisch aussehender Aufzug. Komm mit Schmeckern. Was ist vorhin eigentlich passiert? Wartet gerade. Ich erinnere mich nur noch daran. Einfach schwarz kurz. Die Roboter uns angriffen. Marla hilft uns, dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und was ist ihr? Hab keine andere Wahl.
Ja, die Frage ist ja auch, was ist unsere Alternative, ne? Irgendwie, also. Vor allen Dingen, was hat sie noch davon? Schöne Tür. Oh, ist aber schön hier. Was soll das sein? Das ist definitiv nicht die UJC. Wer ist es dann? Okay, irgendjemand wurde hier reingeworfen. Ich denke, wir werden jetzt gleich einen Kampf haben. Datentransfer beendet. Was ist das? Oh, okay. Okay, krass. Dani. Wir sind jetzt synchronisiert. Dani, wo bist du? Krass. Und jetzt bist du in Danis Erinnerungen. Sie ist die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt, freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Okay. Krass, ist... Also wenn es eine Erinnerung ist, könnten wir eigentlich auch nicht verletzt werden. Also ich denke, ich würde jetzt einfach mal nicht kämpfen. So ein Hydrant, aber auch natürlich halt mit LED-Sicherung hier. So. Das ist ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Oh, holy moly. Wir können auch ja keine Waffe ziehen. Und hier ist... Los! Was redest du? Siehst du das? Siehst du das? Ja, ein Würfel. Springteufel? Jetzt ist halt eine Spieluhr. Was? Oh, nee. Ah, okay, alles klar. Was hast du da? Was wir hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Ist sie Subjekt Null? Das war unsere Schuld. Lily! Oh nein! Nein, nein! Nein! Es ist bis zum jetzigen Zeitpunkt für mich nicht nachvollziehbar, ob sie jetzt die Seuche da irgendwie freigelassen hat oder wir tatsächlich. Das hast du nicht verdient. Und sie quasi nur so eine Einbildung für uns ist. Sie hatten das Bildmaterial manipuliert, um zu verschleiern, was sie im Black Iron testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? War das jetzt die große Offenbarung, ja? Irgendwie, sie ist jetzt quasi... Was ist los mit dir? Hey, komm schon. Kann nicht. Doch, kannst du. Ist fast geschafft. Ich raff's nicht. Im Kopf. Okay, du bleibst hier. Ich komme mit dem Heilmittel zurück. Ich komme selbst zurecht. Sie hat jetzt gerade in einem hochverseuchten Areal ihre Maske abgenommen. Heißt für mich also, es war halt nicht so eine Box, sondern es war natürlich halt so eine Probe, die da freisetzt wurde. Durch sie, würde ich jetzt mal sagen. Denk eventuell. Und warum ist sie nicht infiziert worden? Ist sie jetzt quasi ihr geschwächte Subjekt 0 gewesen? Es war ja die Rede von einem Subjekt 0, einem Geschwächten. Und er, ja, ich sag mal ganz blöde, ja, hat jetzt so die mega schlechte Gewissen, weil er das jetzt von A nach B geschifft hat. Ohne zu wissen, was das ist. Ich meine, wird wie viel
Frachtfahrer sind heutzutage auf Deutschlands Autobahn unterwegs und wissen nicht, was die da hinten geladen haben. Also kann alle draufstehen, wa? Hier, Palette Fanta. Ob da Fanta drin ist, weiß ich nicht. Also, naja, finde ich, das ist gut, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.